Und wir sind hier in die Burgstraße gerufen worden zum Einsatz. Fahrzeug gegen Hauswand. Fahrzeug steckt im Haus entlang einer vielbefahrenen Straße, Hauptstraße, Durchgangsstraße. Als wir dann hier waren, hat sich das Bild geboten, dass das Haus im Wohnzimmer in der Wand drin steckte. Glück im Unglück, die Wand hat soweit nachgegeben und es sieht so aus, als ob nichts Starktragendes beschädigt worden ist. Wir warten jetzt noch auf den Statiker, der sich das dann im Detail anguckt, inwieweit die Einwohner wieder ins Haus rein können. Im Fahrzeug selber waren drei Personen, davon eine Schwangere. Die sind jetzt alle drei ins Krankenhaus gebracht worden, denen geht es soweit gut, soweit wir das mitgekriegt haben. Wir müssen jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen auf den Statiker warten, soweit ist alles glimpflich abgelaufen. Ich sage der Polizei, wie genau der Ablauf ist, der Unfall. Dazu können wir jetzt von der Feuerwehr aus eigentlich nichts sagen. Ja, er kam hier aus der Eberhardstraße und wollte in die Burgstraße abbiegen und ist da um ein Auto rumgefahren. Wie es dann im Detail dazu kam, wissen wir nicht, dass er dann zum Schluss in dem Haus drin gesteckt ist. Nee, eigentlich nicht, das ist was Seltenes. Also hier eher selten. Wie gesagt, es ist eine vielbefahrene Durchgangsstraße, auch unter dem Kreisverkehr. Wenn die Leute darauf achten, wie sie fahren, passiert eigentlich wenig, aber es kann natürlich immer zu besonderen Dingen kommen. Aber sowas ist schon was sehr extrem Seltenes, das hatten wir jetzt noch nie hier. Die Herausforderung ist eigentlich die verkehrstechnische Lage. Eine Kreuzung, auf die drei Ausfallstraßen kommen, wo sich hier der Verkehr trifft und wo zusätzlich auch zu Fuß viel Verkehr stattfindet. Das war so ein bisschen die Herausforderung, das aufzuteilen, sich einmal um die Einsatzstelle selber zu kümmern und dann um die ganze Absicherungsmaßnahme drumherum. Ja, teilweise mussten wir überorts umleiten, teilweise dann innerorts. Das hat aber dann relativ gut funktioniert. Die Leute sind dann einsichtig und machen auch mit. Das Haus und das Auto steckt teilweise nur so weit im Haus drin, dass die Leute noch selber rausgekommen sind. Mussten wir nichts machen am Auto, das war gut. Ja, das Auto steckte unter der Fensterbank in der Wand drin, hat auch eine Querstrebe und einen Ständer erwischt, war aber so weit frei, dass nur mehr oder weniger Schutt und eine Gefahr herausgekommen ist. Ja, also wir waren von Feuerwehrseite jetzt 27 Einsatzkräfte. Dann haben wir noch einen Fachberater vom THW da und der Kollege, der Stadinger vom THW, der noch kommt. Und dann die Kollegen vom Rettungsdienst und von der Polizei. Ja, jetzt hängt es vom Fachberater ab und vom Stadiger, was der sagt. Wir sind so weit, dass wir dann hinterher das Haus, wenn er es freigibt, dass sie wieder drin wohnen können oder was er dann im Detail weiß, so weit dicht machen können, dass es provisorisch bewohnbar ist. Das war hier vorne das Wohnzimmer und die Familie, die drin ist, das Ehepaar, hat großes Glück gehabt. Die waren zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Wohnzimmer, wo sie sich normalerweise aufhalten um die Zeit, sondern waren hinter im Esszimmer. Genau, dahinter kommt direkt das Esszimmer. Die Katze war wohl als einzige im Wohnzimmer und hat dann fluchtartig, nachdem sie den Knall gehört hat, ins Wohnzimmer verlassen. Und soweit ist es wirklich glimpflich abgelaufen, muss man sagen.